Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben YouTube- und Twitch-Freunde, hier auf meinem YouTube-Kanal und Twitch-Kanal LS22TV zum Thema Markus' Live-Video. Ja, ich bin ein bisschen außer Atem. Wie man sehen kann, habe ich jetzt alles schon verputzt hier. Dosen sind auch schon drin, Kabel sind auch drin. Haben wir beim letzten Mal gesehen. Das ganze Ding hat genau gereicht. Mein Eimer ist leer. Ich habe das jetzt nicht aufgenommen, weil wer schon mal verputzt hat, der weiß, ne, man muss echt zügig sein. Das Ganze, was ich muss noch auf den Weg mitgeben will, gibt es so eine Raspe. Da muss man dann hier die Kanten, alles was übersteht, muss man dann so wegschleifen. Ne? Das ist passiert. Das Ganze muss jetzt ein bisschen antrocknen und dann wird das einfach mit so einem Schwamm verrieben. Das ist praktisch, letztes im Video, es zeigt, ne, da ist da so ein Schwamm drauf. Und dann wird das dann schön verrieben, dass das schön glatt wird, wie halt so eine Wand ist. Ja, so schaut das Ganze jetzt aus. Wie man sehen kann, morgen wird dann die Seite gemacht, weil ich brauche da eine saubere Kante. Und dann muss natürlich das erstmal trocken sein. Und das schauen wir uns dann beim nächsten Mal an, wenn es wieder weitergeht. Würde ich sagen, dann sehen wir uns demnächst wieder. So, meine lieben Freunde, jetzt sieht man das, ne? Jetzt ist das aber verrieben. So schaut das jetzt aus, wenn es verrieben ist. Hier. Kann man das einmal sehen, ne? Ich halte es mal ein bisschen dran, jetzt sieht man das, ne? Ich bin total außer Atem, das ist echt anstrengend, aber jetzt schaut das schon mal alles ganz schick aus, wenn man das so sieht. Ja, jetzt haben wir bloß mal noch die Seite, aber ich muss erstmal die linke Seite muss trocknen, auf der anderen Seite auch noch, aber so im Großen und Ganzen finde ich das eigentlich gar nicht schlecht geworden. So, verreiben tut man das, ne? Kann ich mal zeigen. Mit dem Wasser. Und dann mit so einem Schwamm. Und dann fährt man an der Wand immer so Kreiselbewegungen rum. Und das ist eigentlich recht einfach. Ja, jetzt haben wir es. Wie spät haben wir es jetzt? Sieht man es, ne? 7 Uhr abends. Jetzt ist Feierabend. Es wird nur duscht und dann Abendessen, Brotzeit gemacht und dann ist Feierabend für heute. Ich würde sagen, dann morgen geht es dann weiter mit der ganzen Geschichte hier. Dann machen wir dann noch die andere Seite, links und rechts. Und dann kann ich schön trocknen. Ja, das Kabel ist auch drin, ne? Für den Strom. Verteilerdose, die 3 Steckdosen unten. Also es passt alles. Ja, okay. Dann mache ich Feierabend und morgen geht es dann weiter. So, meine lieben Freunde, da bin ich wieder. Es ist der nächste Tag. Jetzt sieht man es eh schon. Es ist schön. Trocknet ist alles. Und ich finde, dass das eigentlich auch ziemlich schick geworden ist. Also es schaut echt super aus. Das passt alles. Die Risse werden jetzt zu. Darunter auch. Die schaut echt top aus. Jetzt muss ich bloß noch hergehen. Sind wir ja da, wenn man genau hinschaut, sieht man mal da so Kanten. Und das ist das, was ich euch gestern schon gesagt habe. Man nimmt jetzt das Eisen und dann bricht man die da so ganz leicht ab. Ja, dass das schöne saubere Kanten da wird. Ja, so. Sieht man, wenn man schaut, es wird das ein schönes Eck. Wie gesagt, ne, das muss man mit beiden Händen machen, das Ganze, also jetzt da die neuen Ding anrühren. Und da werden wir das jetzt dann auch noch verputzen, die linke und die rechte Seite. Aber wie gesagt, das muss ich mit zwei Händen machen. Das ist das Problem, wenn man keinen Kameramann hat.
muss man das alles allein machen. Ja, das wird jetzt auf alle Fälle der nächste Akt werden. Ich hoffe, dass das dann ein bisschen schneller trocknet, weil wir haben ja irgendwie zur Zeit Regen. Es ist nicht so, wenn man jetzt mal rausschaut, ne? Alles grau in grau draußen. Ja, alles grau in grau. Da trocknet es ziemlich zäh, ne? Aber vielleicht habe ich Glück und wir können dann am Dienstag schon anfangen zum Weißen. Mal schauen, ob das bis dahin hier hat. Und ich würde sagen, ja, dann machen wir jetzt einen Cut. Und dann machen wir dann spätestens beim Weißen wieder weiter. Bei dem ganzen Ding. Aber es nimmt jetzt schon langsam Gestalt an. Ja. So muss man sich dann Zimmer für Zimmer durcharbeiten oder Wand für Wand. Und das. Aber es wird. Es wird. Das ist Tatsache. So, machen wir jetzt einen Cut und dann sehen wir uns spätestens wieder, wenn wir beim Farbe rühren sind. So, da bin ich wieder, meine lieben Freunde. Ja, jetzt sieht man es, ne? Eigentlich wollte ich heute malen, jetzt sieht man es. Ich habe das jetzt dann noch verputzt, wie ich euch gesagt habe. Auch die Ecken sind ja wunderbar schön geworden, ne? Das passt. Die andere Seite ist auch schön verputzt. Eigentlich wollte ich mit dem Malen anfangen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, ich lasse das mal mit dem Maler noch. Und packe das Ganze jetzt nochmal mit dem Haftgrund ein. Weil ich habe gesehen, ne, das ist so ein bisschen leicht glänzend. Und ich will jetzt das nochmal mit dem Haftgrund einstreichen, dass man die eine Verbindung auf den Putz eingeht. Ich würde zwar bestimmt auch halten, ne, die Farbe, aber wer weiß, später mal, wenn ich da wieder weißeln tue oder so, ob man das Ganze dann noch haltet nachher drauf, ne, oder ob es man da die Farbe abblättert oder runterzieht. Es wird das natürlich erst mit dem, ja, mit dem Weißen wird dann wahrscheinlich erst morgen was, denn wir haben es jetzt, wenn wir gucken, ne, man sieht es kurz nach 5, wir hatten ein paar wichtige Termine gehabt. Also werden wir das jetzt da bloß einsprühen, einpinseln und dann werden wir das morgen machen. Mache ich dabei einen Cut, dann mache ich das und wenn es ans Weißen geht, dann sehen wir uns, meine Lieben. Also macht es gut. So, meine Lieben, jetzt bin ich wieder da, der nächste Tag. Ja, heute geht ans Maler, ne? Man sieht, ich habe jetzt hinten schon mal die Ecke runtergemalert, denn ungefähr so hier. So wird ungefähr der Ding sein von der Kamera, von meinem Homeoffice. Jetzt habe ich die Ecke schon wieder runtergemalert. Und jetzt werden wir links und rechts die Wand malen, also links und rechts den Kamin, die Vorderseite vom Kamin und die Wand drunter malen. Ja, ganz einfaches Ding, ne? Was soll ich dazu sagen, ne? Zum Malen gibt es nicht viel. Farbe auf die Rolle, ne? Farbe drauf. Und dann ab geht der Punk. Okay, dann mache ich das. Und wenn wir uns fertig sind, dann zeige ich euch das nochmal kurz. Und dann wird es wahrscheinlich erst morgen oder übermorgen wieder weitergehen. Denn bis zum Freitag muss ich durch sein. So. Jetzt ist das alles weiß gemacht. Ja. Kann man das schon mal sehen, ne, was ich vorgehabt habe. Den Rand habe ich jetzt auch schon weiß gemacht. Das Innere wird dann zu hellgrau. Aber alles andere ist schon. Also ich finde, das ist echt schön geworden. Ne. Da sind schöne Kanten drin. Bis runter. Und ich finde auch, ne, wenn man den so genau anschaut. Schauen wir mal, das schaut. Ja, ne. Es ist auch durchweg eine schöne, ja, Körnung geworden, ne? Ein Muster geworden. Ne? Also, die ist. Also, ich finde es für mich passt. Mehr muss nicht sein. Die Kanten sind auch schön sauber, ne? Darauf. Ja. Mit dem kann ich leben. So, jetzt lasse ich das trocknen. Vielleicht muss ich nochmal drüber gehen. Das zweite Mal, ich glaube es nicht. Aber wenn doch, dann mache ich doch nochmal das zweite Mal drüber. Und ich denke mal morgen. Naja, ich schätze mal morgen, ja. Stellt scharf. Ich denke mal morgen,
wird es dann jetzt ausschaut. Ich denke mal, morgen wird es dann vielleicht zum Grau machen. Mal gucken, wie es ausschaut. Den habe ich schon besorgt. So Dosendeckel habe ich schon. Und auch für den Strom, ne? Wo man mehrere Adern zusammen macht. Denn der war da ziemlich wüst, ne? Die hat da lauter Hüsterklemmen drauf gemacht. Ne? Also, dass das überhaupt noch sein darf, ne? Das ist überhaupt sowas. Aber okay, gut, egal. Wir machen es anständig. Ja, dann lasse ich das jetzt trocknen und wenn ich dann das Grau mache, dann würde ich sagen, nehme ich euch wieder mit. Und ja, und dann wird die Sache grau, ne? Okay, meine Lieben, dann bis morgen oder übermorgen. Der nächste Tag. Ja, heute geht es an das Grau. Wir sind ja letztens stehen geblieben beim Weißen. So schaut es jetzt alles trocken aus. Ja, passt eigentlich so, ne? Bin ja nicht zufrieden. Ja, mein Grau habe ich auch schon angemischt, wie man sieht, ne? Einfach weiße Abtönfarbe. Hat man sich in so ein Alpina Weiß. Und dann schüttet man da einfach ein bisschen so viel Grau rein, wie man es möchte. Ein Tacken dunkler, weil wenn es trocknet, dann wird es immer noch ein bisschen heller. Kann man sich aber auch mischen lassen, wie man möchte. Ich will ungefähr so ein Grau haben, bloß ein bisschen heller. Und ich glaube, das ist ganz cool. Irgendwie. Ja. Ja gut, was gibt es noch? Ja, Steckdosen ist jetzt auch drin. Ne? Also oben ist da das Licht für das Licht da, ne? Das Kabel ist drin, ist jetzt da auch fertig, alles eingekabelt, habe ich ja gestern gezeigt, mit den Plastikdingern. Ich mache immer ein bisschen Acryl um die Dose rum, dass der einfach nicht locker ist, ne? Dass die ein bisschen haltet, ne? Macht immer ein bisschen so Acryl rundum, dann drücke ich die Dose rein, dann verschmiere ich das, dann fällt die nicht irgendwie auf blöder mal raus. Ne? Genauso wie Steckdosen, ganz einfaches Prinzip. Ne? Man hat immer hinten zwei, sieht man ja eh, ne? Hier geht man mit dem Strom rein hier und dann geht man hier rum und hier wieder raus und dann praktisch hier wieder rein. Zum Thema Strom, ne Leute, wenn ihr euch da nicht sicher seid, lasst die Finger davon. Ne? Ich sag's euch ganz ehrlich, wenn da irgendwas passiert, ne? Ihr habt keine Versicherung, ne? Bezahlt euch keine Versicherung, ne? Wenn da irgendwas angesteckt ist und ihr habt es nicht richtig gemacht und euch brennt die Hütte ab, bekommt ihr keinen Cent von der Versicherung. Ne? Also ich weiß, was ich mache. Ne? Ich habe extra einen Grundkurs einmal gemacht für Elektrik, habe auch ein Zertifikat dazu bekommen. Bei mir ist das eine andere Geschichte. Kann man machen, ne? Kostet ein paar Euros. Dann darf man das auch im Heimgebrauch machen. Gibt es sowas. Ne? Kostet halt ein paar Euros und man muss halt mal so ein halbes Jahr Schulbank drücken. Ja, so schaut es aus. Jetzt machen wir das alles schön grau. Ja, und dann kommen wir dann schon fast zum Ende. Nur fast, ne? Dann haben wir noch einen Arbeitsvorgang und dann sind wir fertig. Aber das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Also sprich, ihr seht es dann im Anschluss. Für mich geht es dann erst morgen dann wieder weiter. Ja, so im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Die schöne Struktur geworden. Kanten sind auch für meinen Geschmack passt es. Ne? Für mich ist das Ding. Aber man sieht es mal, ne? Ich habe am Freitag angefangen. Heute ist Mittwoch. Dann wird es mal Donnerstag. Ne? Also dann war schon mal eine Woche komplett weg. Aber ansonsten, ja, alles gut. Ne? Dann, ihr seht es euch im Anschluss. Für mich geht es jetzt ein bisschen weiter. So, meine lieben YouTube-Freunde, jetzt haben wir das finale Ende. Jetzt habe ich das alles so in Grau rausgeweißelt, so wie ich es ja wollte. Auch Steckdosen sind schon dran, wie man sehen kann. Dose, ne, alles drauf. Das macht dann morgen der Telekom-Mensch und auch die, ja, die Goldglasur, also den Glitzereffekt, ne? Der ist eigentlich schon cool geworden, ne? Irgendwie, wenn man so schaut. Ja,
So ist eigentlich alles komplett fertig. Holzleisten sind auch wieder dran. Kamin auch alles fertig. Ne? Also so im Großen und Ganzen, das ist schon cool, ne? Wenn da so ein Licht abends, sieht man jetzt schlecht, ne? Aber wenn dann so abends ein bisschen das Licht drauf geht oder wenn ich dann mal später mal die Lampe anmache, hat das so einen richtigen coolen Glitzereffekt irgendwie. Ja, das wird dann ungefähr, so ungefähr wird dann der Blickwinkel sein, wahrscheinlich von meinem Homeoffice, ne? Wenn ich die Webcam anmachen muss, so hinhalten. Ja, so ungefähr, ne? So wird es ungefähr sein. Ja, ich bin zufrieden, ne? Wo ich ein bisschen mich verheddert habe, bin ich ganz ehrlich, ne? Das ist mit dem Muster. Das habe ich nicht gewusst, ne? Dass das so fleckig wird. Ich habe mir gedacht, das wird gleichmäßig. Aber beim nächsten Mal werde ich es ein bisschen schöner machen, muss ich ganz ehrlich sagen, ne? Dass das ein bisschen schöner, fleckiger ausschaut, das Ganze. Mein Gott, ne? Ist halt jetzt momentan einfach so. Ja, jetzt wisst ihr mal, ne, was ich mache. Und so macht man halt praktisch jede Wand, ne, jede Wandseite vom Zimmer. 4 Wandseiten, Decke, Boden, ne, hat man immer 6 Flächen zu machen. Aber jetzt wisst ihr mal, was ich so mache, was ich so tue, wenn ich kein LS mache. Ne. Jetzt momentan bleibt der LS auf der Strecke, denn das Häuschen machen ist jetzt ein bisschen wichtiger als WLS. Aber jetzt habt ihr mal gesehen, was ich so jetzt mache anstatt den LS. Ich sage auf alle Fälle vielen Dank fürs Reinschauen. Würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Weiß jetzt nicht, ne, ob da Interesse daran besteht. Ich werde auch mal gucken, ne, ob es irgendwie jemanden finden lässt. Ja, der wo das ein bisschen besser filmt, ne? Also praktisch anstatt mit dem Handy vielleicht die Kamera auspacken, was ich habe, mit dem Stativ, ne? So ein Kameramann finde, sage ich jetzt mal, ne? So ganz frech. Irgendwann mal gucken. Wenn da Interesse besteht, ne, da werde ich da mal gucken, ob sich da jemand finden lässt. Dann wird es auch ein bisschen cooler, das ganze Video, ne? So ist das, so Apps und nix. Aber mir ging es darum, dass ihr mal seht, was ich mache. Jo, ihr könnt es ja sagen. Ehrliche Meinung, ne, ist immer erwünscht, ihr wisst ja, ne, ich auch negative Meinung, ne, wenn sie produktiv ist, BDR zu haben, schreibt es einfach rein, ne, was ihr davon denkt. Und ich würde mich freuen, oder ob ich es auch weitermachen soll. Dann gucke ich da, ne, ob ich da einen Kameramann finde. Ich sage auf alle Fälle vielen, vielen Dank fürs Reinschauen, fürs Liken, Abonnieren und Kommentieren. Und würde mich freuen, ja, wenn wir uns alle wiedersehen beim nächsten Mal und auch danke, ne, die wo jetzt da trotz, dass ich jetzt kein LS mache, trotzdem dabei bleiben auf meinem Kanal und auch hin und wieder mal reingucken und ja, mein Kanal ein bisschen am Leben erhalten, ne, kommt jetzt ein bisschen zu kurz, was das Ganze jetzt angeht. An den Leuten möchte ich mir mal vielen, vielen Dank sagen, die wo mir trotzdem treu bleiben. Ja, das war's jetzt schon mit Markus' Live-Video. Ich wünsche euch auf alle Fälle viel, viel Spaß und macht es gut und danke für alles und bis denn. Also tschüss, tschüss, fühlt euch gedrückt, geknuddelt und muah, dicken Handkuss. So, jetzt dachte ich euch noch, ne, ich zeige euch das, ja, wie später ausschaut. Das ist die Wand, ne, erinnert man uns, haben wir ja letztes Mal alles gemacht. Komplette Wand, ne? Da ist mein Homeoffice-Bereich. Aber was ich euch jetzt zeigen wollte, ist jetzt das. Na, stell scharf, komm. Wie das abends ausschaut, ne? Also praktisch, wenn es ein bisschen dunkler ist. Ich finde, man sieht es jetzt schon, ne? Dass das so ein bisschen glitzert. Man sieht es halt erst, ne? Wenn da so ein bisschen Licht drauf kommt. Dann sieht man das so ein bisschen, ne? Das ist ungefähr der Winkel. Sieht man hier, ne, von der Cam her, ist dann ungefähr hier, dieser Winkel hier, so ungefähr, ja, ist er. Aber das schaut noch viel cooler aus, wenn man, mal schnell das Licht einschalten, ne? Na, komm hier. Jetzt. Jetzt sieht man es noch besser, ne? Wenn man mal ein bisschen weggeht. Es ist schon cool irgendwie, ne? Also mir gefällt das, das ist
Ja, irgendwie so ein cooles Ding, ne? Wie das da so glitzert hier. Ne? Ja, ich finde es cool. Ne? Mir gefällt das. Das ist mal ganz was anderes. Wie sonst, ne? Ich freue mich dann auch, ne, wenn ich da meine Lampe dahin baue, ne? Weil dann kommt ja die Uhr, kommt ja dann weg. Die kommt ja dann praktisch hier hin. Und dann habe ich hier hinten ein schönes Licht. Das muss ich bloß ein bisschen Geld zusammensparen. Denn die Lampe da hinten rein, ne, das ist dann auch schon mal gut die 200 Tacken, was mich die kostet. Die Kacklampe da. Ne? Ja, Projekt ist abgeschlossen, würde ich sagen. Eine Wand ist durch. Das ist die Hauptsache. Und ich kann jetzt vernünftig arbeiten. Ich weiß noch nicht, ne, ob ich das Telefongedöns, ne, das, vielleicht verstecke ich das noch hinterm Schrank irgendwie ein bisschen. Mein Geschmiere, wo ich mich verheddert habe, ne, sieht man auch nicht so großartig. Gott sei Dank. Aber ist noch kein Meister von Himmel gefallen. Das war ja das erste mit dem Glitzergedöns hier. Nee, das ist alles gut so. Das ist schon cool, ne? Es ist echt cool. Mir gefällt das. Ja, wer sich jetzt fragt, ne, was für eine coole Lampe, dass ich da habe, ich kann euch die mal zeigen. Ist zwar ein bisschen teuer, die Birne. Das ist diese hier. Ne? Das da ist die Birne. Die da. Ne, ist so eine Birne. Die hat so ein Leuchtdraht hat die drin. Ne? Da sieht man es, ne? So ein Ding drauf. Ist echt cooles Teil. Ist echt cooles Teil. Kostet zwar ein bisschen Geld, aber es tut sich. So, das wollte ich jetzt noch loswerden im Anhang. Und ja, haut's rein, ne, meine Lieben, haut's rein, lasst es euch gut gehen und macht's, was ihr machen müsst. Also, und vergesst's mich nicht, ne?